So. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Acht Achsen, es passt noch. Montagmorgen, der 19. Februar. Heute Morgen nach Emmelshausen für den Kunden, den Baggerladen. Ich kann mal grob weiß ich noch, wo das war, aber ich bin halt alt, brauche auch schon eine Brille. Boban, da sind wir doch. Sind wir zu weit. Richtung Koblenz quasi hoch und dann die erste wieder links ab. So fahre ich. So ist mein Plan. Den Bagger hole ich. Den Bagger hole ich, wie gesagt, diesen 946. Den bringe ich nach Hiltersberg oder Hammersberg. Steht hier drauf. Und ja. Wenn ich das gemacht habe, jetzt ist es gleich 7 Uhr, bis ich das gemacht habe, ist es bestimmt 13 Uhr. Dann lade ich in Rockenhausen unseren Kleinbrecher, lade den für Völklingen und Völklingen bringe ich den großen Brecher mit nach Hause. Das ist der Plan für heute. Augenblick, ich gebe mal die Kamera dahin, das ab. Gut, ja, machen wir mal los. Der Tag uriniert sich nicht von selbst oder so. Ruiniert. Vorne biege ich rechts ab. Da steht zwar ein Sperrschild, aber das sollte doch normalerweise gleich sehen. Fängt natürlich jetzt, fängt er wieder an auszubrennen. Ne? Ganze Zeit Autobahn gefahren, nichts. Und hier jetzt auf der paar Meter Landstraße. Fängt er jetzt an. Ich mach nichts, ich drehe keine Bremse und die Karre bremst einfach nur. Jedes Mal dieselbe. Genau, dieselbe Mist. So, vorne kommt der Kreisel und dann müsste ich rechts reinfahren. An. So, Bagger sehe ich schon. Der Container ist auch weg. Gut, okay. Ist hier die Einfahrt zu. Oh, ja. Wegräume gehen. Augenblick. Oh.
zu. Einstellen. Mache ich jetzt einfach hier. Die Übersicht. Hatte ich nur Bagger damals, als ich ihn hergebracht habe, abgeladen. Ja, sagt die Fahrzeit 1 Stunde 40. Ja, normal müsste ich das schaffen bis Heldersberg hoch. Normal. Müsste ich das schauen bis Heldersberg hoch. Bumm.
übersteuert. Kommt vor. Draußen. Unseren alten Raupenfahrer hier. Der hat wieder auf halb acht hängenden Hose. Ich meine, der wird jetzt hier bei dieser Firma arbeiten. Kann mich aber auch täuschen.
vielleicht ist er ja auf der nächsten Baustelle, wo ich den Bagger ablade. Alter! Komm! Danke! Sorry! Hab dich nicht gesehen. Sorry, Kollege, ich hab nicht gesehen, dass du mir Lichttube gegeben hast. Sorry. Vielen Dank nochmal. Extra die Autobahn gestoppt, um mich rauszulassen. Geben, ne? Egal. Schauen wir mal. Stelle. Dass ich hochfahre nach Simbach, da steht unser kleiner Brecher, den lade, den nach Völklingen bringe und den großen Brecher mit zurückbringe für nach Rockenhausen runter. Aber hat mich ein Baggerfahrer angerufen, der in Völklingen ist, auf der anderen Baustelle, der K336 fährt. Er wäre dort auch fertig, er kann auch umgesetzt werden. Jetzt kann ich halt nur noch eins von beiden machen. Beides machen ist nicht mehr. Er soll zwar in Anführungszeichen nur nach Neunkirchen rüber, aber wie gesagt, kann nur eins von beiden machen. Beides wird die Fahrzeit definitiv nicht mehr reichen. Ich habe jetzt 3 Stunden 40. Also
Also werde ich, wenn ich leer habe, werde ich mal anrufen kurz, was ich jetzt machen soll. Wenn man den Brecher erst morgen tauschen würde, wird das auch okay, denke ich. Dass ich den dann noch vorlade später und morgen früh in aller Herrgottsfrühe. Aller Herrgottsfrühe, ja, scheint, heißt so scheinbar. Dann losrolle und den Brecher dann tausche. Müssen wir mal gucken. Oh, die Bundeswehr ist am Rollen. Ausfahrt ist meine, fahre ich dann raus. Dann fahre ich noch ein paar Kilometer Landstraße und dann bin ich da. Schon wieder am Rasen. Ne? Ja, es geht auch bergab hier. Die Kiste rollt.
ganz durch, ziemlich ganz durch. Dann kommt die Kreisel. Hier fahre ich rein und dann gleich die erste Ausfahrt wieder rechts raus. Mal gucken. Du hast, willst du schon irgendwas Neues, ne? Nein, ich weiß noch nichts. Du hast doch gar nichts gesagt, Chris. Nein, du weißt nichts. Sag mal, was ist denn da? Ich weiß gar nichts. Bist du jetzt um wenig, aber dann Tor 10? Nee, ich bin immer noch für die Firma Knebel unterwegs. Ach so. Naja. Ja, und dann werde ich, also wenn ich leer habe, rufe ich an. Ja. Und dann sage ich ihm das, weil ich kann nur eins machen. Entweder tausche ich heute Brecher oder setze ich dich um. Beides. Ja, genau. Beides geht nicht. Ja. Man kann nur eine Klos essen. Eine Klos noch andere. Ja, richtig, genau. Und dann, ja. Muss er halt sagen, was er gern hätte. Ja, genau. Nee, alles klar, machen wir so. Ja? Wenn du was willst, kannst du dir mal melden. Ja, mache ich. Okay. Alles klar, danke dir. Jo. Ciao. Ciao. So, der Baggerfahrer von Völklingen, der wartet. Wie gesagt, ich kann auch noch nicht zu 100% sagen, fahre ich da hin oder fahre ich da jetzt nicht hin. Nochmal die Fernbedienung an. Da vorne sehe ich die Kreisel. Eieiei, hoppla, sorry. So, und hier muss ich dann gleich rechts raus. Reicht mir das? Ach, sollte reichen. Das hier richtig ist. Ja, ich sehe da vorne, sehe ich schon Schilder. Gut. Das ist richtig, das sehe ich schon mal. Also doch ein bisschen knifflig. Sorry, auch wenn sich jetzt wieder gleich blechern anhört. Ich will vorne am Baum vorbei. Danke. Und etwa da, wo der Bagger steht, da vorne. Da ist die Einfahrt, da ist ein Feldweg vorne dran. Aber der Baum macht mir echt Sorgen. Bleib stehen, du kommst hier nicht raus. Okay. So, hier über die Kuppe drüber. Mit meinem Heck hin. Wie gesagt, Baum. Der ist sehr, sehr tief.
aufheben. Wunderbar. War ein bisschen gerade. So. Wunderbar. So, leer. Backe steht hier links. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt gucke ich, dass ich hier rückwärts rauskomme. Dann lade ich die Breche. Aber erst mal gucken, dass ich jetzt hier rauskomme. So, sorry, ich muss. Achtung, ich blinke warnen. Erst mal gucken, dass ich jetzt hier rauskomme. Sollte normal reichen, dass ich jetzt dann von dieser Seite quasi linksrum wieder rauskomme, weil hinter mir die Kreuzung ist recht breit. Weil heute Morgen war ein Kippsattelfahrer hier, der hat hier beinahe den Baum umgesetzt. Die Spuren da rein sind auch alle von dem, also ich war es nicht. Nichts für ungut. Das an, ja. Muss ich noch ein bisschen Fahrhöhe einstellen. Weil das Bett habe ich extra jetzt schon hochgehoben. Könnte doch knapp werden. Ne? Könnte doch knapp werden hier. Oh, mein Freund, der Baum. Gereicht, aber die Mauer vorne ist zu nah am. Steht zu weit vor, das reicht nicht.
rückwärts wieder so raus, wie ich rein, wie ich reingekommen bin. Stoß hier vor, aber rückwärts hier rein. Mauer um dabei. Nicht. Braucht die Sperre. Braucht die Sperre. Weiß auch nicht, ob ich so rum überhaupt rauskomme. Ich fahre hier vor und dann rückwärts wieder rein. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube nicht, dass er mich verstanden hat. So rum reicht es jetzt, ne? Seltsamerweise. Hier raus. Wenn ich hier reingekommen bin, dann käme ich ja hier raus, oder? Ja. Ich wende lieber. Ich wende lieber. Dauerblinken. So werde ich auch den Bagger dann rausholen. Ich werde zuerst drehen. Mal schnell raus, mal ein bisschen Fahrhöhe. Ja. Thank you.
hoch, ne? Gut. Also, Sembach, kleine Brecherladen, den allerdings, also den nach Völklingen, dann der von da weg, vorher nach Völklingen auf die andere Baustelle, den 336 Laden, den Cut, den nach Neunkirchen. Und morgen früh lade ich irgendeinen Bagger bei der Liebherr, der auch nach auch ins Saarland geht, und auf dem Weg zurück bringe ich dann den Brecher mit. Ja. Kleine Brecher geladen, alter Schwede, das, also es ist mehr Arbeit wie alles andere. Tieflader ist einfach, weiß nicht, ist einfach nicht gemacht für so ein Kram. Fahrer in Völklingen vom 336, dass der auch auf eine andere Baustelle geschickt wurde. Also stehe ich später da und mache die Scheiße alleine. Da sollst du keinen Puls kriegen. Ja. Und fahre dann um 17 Uhr da weg etwa und muss noch rüber nach Neunkirchen, muss da noch abladen. Alles alleine. Da sollst du keinen Puls kriegen.
Zylinder für die Trichter. Ja, der hockt vorne drin mittig. Weiß nicht, ob das so sein muss. Ja, auf jeden Fall hockt der nicht, hockt der ungünstig, sagen wir so. Und er hat mir voll auf die Badwand gedrückt quasi. Gott sei Dank habe ich da keine neue bekommen. Weil die wäre jetzt wieder verdallert. Einmal leer. Sorry, ich muss noch mal ich blinke warnen. Rückwärts rausfahren. Keiner kommt. Ja, jetzt fahre ich die paar hundert Meter weiter. Und dann lade mir noch die Cut. Und den lade ich auch noch ab heute Abend. Ist einfach. Einmal quer auf die Gaspedale. Einmal quer auf die Gaspedale. Alter, mach langsam. Furchtbar!
6 Uhr, ich bin immer noch nicht da. Ich weiß es nicht genau, ich habe keinen Navi an. Ich denke so 10 Minuten etwa. Der Kollege vor mir, ich weiß nicht, entweder hat er ein technisches Problem. Ich muss bergauf bremsen für den. Oder er ist hoffnungslos überladen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die nächste Ausfahrt ist meine. Los ist heute Abend.
gar nicht. Ich habe, es hieß, nur der Bagger soll nach Neunkirchen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich stell den Bagger hierher. Ob ich richtig bin oder nicht. Bahnhof da vorne, oder ja, Busbahnhof ist übertrieben, Bushaltestelle von der Schule, es kommt ein Zebrastreifen und dann kommt diese Bushaltestelle. Ich hoffe ja nur, dass auf dem großen Schotterplatz, dass da jetzt nichts steht oder keine Veranstaltung ist oder so, weiß der Geier. So, da hinten dran ist der Sportplatz. Rechts ist der Sportplatz. Und da vorne muss ich rein. War ein matzhoher Bordstein. Wir hatten das jetzt gemacht hier. Ja, gut. Matzhoher Bordstein. Tut mir jetzt schon weh. Platz, das ist wirklich, sorry, geil. Haben wir die Fahrt doch gemacht? Die haben doch mir nicht gemacht hier. Ich bin hier bestimmt falsch. Ich bin hier mit Sicherheit falsch. Wir die Fahrt hier gemacht haben. Oder? Ah, ich kann mich ja echt nicht mehr dran entsinnen. So, haben wir jetzt alles, jawohl. Gut. Wo ist denn? Da ist er. Ich wollte filmen, aber ich habe leider verpennt, dass der Akku leer ist. Kamera angemacht, die ging direkt wieder aus. Sorry. Ich bin jetzt fertig. Geil. Wo häng ich dann? Fertig bin ich schon länger. Jetzt ist es 18.50 Uhr vorbei. Hier rechts steht der Bagger. Ja. Abfahrt. Ich habe jetzt 7 Stunden 28 Minuten Lenkzeit heute, also das reicht noch bis nach Hause. Muss ich mir keine Gedanken machen. Meine Schichtzeit war nicht morgen um 7 Uhr. Ich habe jetzt ist es wie gesagt 10 vor 19 Uhr, also 12 Stunden, werde über meine 13 Stunden kommen, ja, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Wenn ich richtig laufen lasse, dann bin ich auch innerhalb von den 13 Stunden auch noch zu Hause. So, wenn ich jetzt was sehen würde. Ne?
ich jetzt was sehen würde. Möchte mich. Danke. Sagen, ja, fast. Dreh ich hier im Kreisel einmal. Ich hätte auch keine links rum rausfahren. Einfach links rum raus. Ist zwar nicht erlaubt, aber wäre auch egal gewesen. Nicht mehr Standard sind. Da ist eigentlich nicht mehr viel. Ich werde mich mal auf meinen Thron setzen. Ich werde mal ein bisschen Gewicht verlieren. Duschen, essen. Dann kannst du eigentlich schon wieder ins Bett gehen. Wie heißt das heutzutage? Work-Life-Balance. Passt, oder? Eigentlich müsste ich auch noch tanken gehen, aber das mache ich morgen früh. Mache ich heute Abend nicht mehr.
beziehungsweise Diesel brauche ich nicht tanken. AdBlue, aber das denke ich, wird morgen auch noch reichen. AdBlue ist halt nicht so, bin knapp unter Viertel. Unter Viertel. Es wird morgen auch noch reichen. Und dann kann ich morgen Abend halt, ich muss ja links rumstimmen. So, ich bin im Hof. Das hat also alles sehr gut hingehauen. Ja. Keine Zehner gebraucht heute. Ich glaube, ich habe noch gesucht, könnte sein. Egal. Ich glaube, ich habe gesucht. Ich komme mir sehr groß vor. Mach jetzt Feierabend, mach noch ein bisschen Papierkram und dann morgen früh, wie gesagt, irgendeine Maschine bei der Lieperladen, die für ins Saarland. Wenn das stimmt, kann sich ja wieder schlagartig geändert haben. Und dann Viertlingen, der Brecher. Nach Rockenhausen. Das werde ich machen.